1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Und die neue Woche beginnt immer, wie immer, mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Talkrunde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich habe ein seltsames Rückgeräusch auf meinem Kopfhörer. Als würde irgendwas rauschen. Ich sag's meiner Regie mal, vielleicht kann man da irgendwas machen. Der erste Anrufer ist Mario. Mario ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Mario ist nicht da. Dann machen wir weiter mit Constanze. Und Constanze ist 56 Jahre. Guten Morgen, Constanze. Ja, hallo Jürgen. Hallo, guten Morgen. Grüß dich. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist, dass ich dieses Jahr im Sommer wohl meinen Bruder kennenlernen werde, den ich nicht kenne und der auch nichts von mir wusste. Mhm. Wir haben uns durch einen dummen Zufall wohl kennengelernt, da eine Tante von uns verstorben ist und ich eine Nachricht bekommen habe vom Notar, dass ich also einen Bruder habe und der stand auch da drunter und ich habe ihn angerufen. Wie kam das, dass du nicht wusstest bisher, dass du einen Bruder hast? Mein Vater war während des Krieges verheiratet, ist dann lange in Gefangenschaft in Russland gewesen und war also dann Vater geworden vor dem Krieg und hat das wohl nicht so richtig deutlich gesagt, dass er noch ein Kind hat. Das heißt, es handelt sich um deinen Halbbruder? Ja, ja. Korrekt. Er hat nie irgendwas gesagt? Nein. Nein. Lebt der Vater noch? Nein. Nee, der lebt nicht mehr. Nein. Den können wir also nicht mehr fragen, aber zumindest ist es so, dass wir uns wohl wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche treffen werden. Das ist ja eine aufregende Sache. Unabhängig von dem Testament. Das ist eigentlich uninteressant. Hast du mit ihm telefoniert? Ja. Ja. Wie alt ist er? Ja, muss er, auch er ist 70. 70? Oh ja, das ist dann doch ein Unterschied noch zu dir. Mhm. Wie war dein Eindruck von, dein erster Eindruck von deinem Bruder? Total so, als ob ich ihn schon mal kennenlerne. Ach. Also als ob ich den kenne. So ganz klar, ja, nichts Fremdes, gar nichts. Wie war das denn für ihn? Für ihn war es ja gleichermaßen... Er hat erstmal den Hörer zur Seite gelegt und hat, ich habe nichts mehr gehört. Ich sage, bist du noch dran? Ja, und er musste es erstmal mit seiner Familie dann besprechen und sagt, ja, ich rufe dich an. Ich habe ihm auch sofort gesagt, dass er, wenn er es nicht möchte, was ich gut verstehen kann, er auch dann sich nicht mehr melden muss bei mir. Aber nee, der rief sofort wieder an den nächsten Tag. Jetzt habe ich gerade nicht richtig verstanden, wie hat der Notar das denn herausbekommen? Der hat das aufgrund von Grundbucheintragung, also Standesamt und so weiter. Die sind ja normal verheiratet gewesen und das ist ja alles registriert. Nur ich habe das halt nicht gewusst und demzufolge auch nichts machen können. Ne? Mhm. Winkt denn da jetzt unter Umständen eine große Erbschaft? Nö. Ich glaube nicht. Ist mir auch egal. Um wen geht es denn da in der Erbschaftsangelegenheit? Um eine Tante von uns beiden, also eine Schwester von unserem Vater. Ach so. So, jetzt wirst du ihn bald treffen. Ich wäre aufgeregt. Ja klar, was meinst du, was ich denn? Wohnt ihr denn weit auseinander? Ja, was heißt weit nicht, 2,5 Stunden mit dem Auto. Das geht dann ja noch. Das geht noch, ja. Also, das ist ja sonderbar. Da leben zwei Menschen... ein ganzes Leben, er ist schon 70 Jahre alt, also ein ganzes Leben und weiß nicht, dass da noch eine Schwester ist. Mhm. Und er hat sich komischerweise immer eine Schwester gewünscht und ich habe mir komischerweise immer einen Bruder gewünscht. Ne? hat er denn auch so gefragt, wie du bisher gelebt hast, wie die familiären Zusammenhänge sind? Ja, klar. Und du ihn auch? Mhm. Ja. Wie viele Kinder hat er? Er hat 2. Und du? Und schon Enkelkinder und ich habe 1. Du hast 1. Ja. Mhm. Trefft ihr euch denn auf neutralem Boden Nein, sozusagen? Nein, er kommt zu mir mit seiner Frau. Mit der Frau kommt er zu dir? Ja. Ja, das ist dann wirklich sehr spannend, ob man wirklich ähnlich ist. Du hast gerade gesagt, vom ersten Eindruck her war das so. Aber wenn man dann sich eingehender unterhält, ob der Eindruck dann bestehen bleibt. Das ist die Frage. Ja. Aber ich finde es erstmal ganz toll, dass wir überhaupt erstmal sagen, ja, egal was früher gewesen ist, das geht uns nichts an, da können wir nichts für beide. Mhm. Aber dass wir einfach sagen, nee, wir machen das. Das dass heißt, man nicht irgendwie sagt, ach, nee, ich weiß nicht und so, ne? Das heißt, er hat...
Hat er Erinnerungen an euren Vater? Ja, klar. Ja, hat er. Der war, der hat auch an meine Großeltern Erinnerungen, die ich ja nicht kenne. Denn ich bin ja in der damaligen DDR aufgewachsen. Er ist hier in Westdeutschland aufgewachsen. Und das war durch diese ganzen Verstrickungen mit diesen ganzen Regimes einfach auch dann nicht so schnell rauszufinden. Ne? Verstehe. Ja. Also aufregende Sache. Und ich beglückwünsche dich, dass ihr euch gefunden habt. Ja, was meinst du, wie froh ich bin? Das ist ja eine Fügung, ne? Kann man ja fast sagen. Ja. Dass man dann, es hätte ja auch sein können, dass ihr bis an euer Ende nie davon erfahren hättet. Das wäre fit gewesen. Hätte sein können. Ja. So. Also ich hoffe mal und bete auch dafür, dass es klappt und wünsche mir einfach dafür wirklich ein gutes Gelingen. So, und ich schließe mich diesen Wünschen genauso an. Liebe Kostja, Und ich wünsche dir noch einen traumhaften Abend mit netten Leuten, dass du diese Sendung noch ganz lange machen kannst und alles Liebe für dich. Ich danke dir sehr herzlich. Deine ganze Crew. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Bruder. Ich danke dir. Ciao. Ciao, Konstanze. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1 Live und live im Fernsehen, im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Markus ist 35 und jetzt mein Gast. Hallo Markus. Ja, hallo Domian. Hallo Markus, weswegen rufst du an? Ja, und zwar ist Folgendes, meine Frau ist psychisch krank, leidet unter Angstattacken, also man kann sagen, ist eine direkte Lebensangst, Angst vor allem, Angst vor Leuten, Angst vor Krankheiten und also das ist seit 6 Jahren ungefähr, zieht sich das durch unser Leben. Seit 6 Jahren? Und wie lange seid ihr verheiratet? 15 Jahre, wir werden 15 Jahre. Hat das so schlagartig angefangen oder hat sich das reingeschlichen in ihr Leben? Die Angst? Ich glaube, also das muss schon immer da gewesen sein. Aber losgegangen ist also so circa 2000. Ja. Da ist meine Mutter an Alzheimer erkrankt. Ja. Und wir wollten sie pflegen. Und das ist nicht gut gegangen, weil meine Mutter hatte noch einen Freund und der hat da immer drunter gewirkt. Also sagen wir so, mit Amtsgericht war da und Vormund und so. Und dann haben wir zum Schluss 3 Wohnungen am Hals gehabt, also meine alte Wohnung, die Wohnung von meiner Mutter und unsere neue Wohnung. Und ich glaube daran, das war zum Schluss der Auslöser. Diese starke Belastung vielleicht. Ja. Wie macht sich denn jetzt aktuell diese Angst bei ihr bemerkbar? Wie wirkt sich das auf das Alltagsleben aus? Ja, es ist so, dass sie eigentlich ständig schwindelig ist. Also sie sagt, sie hat so ein Kopfgefühl, das zieht sie immer weg. Das Problem ist auch, dass ich kann nirgends hingehen. Also das ist, ich komme oft vor wie ein Kettenhund. Also du sagst, deine Frau leidet unter enormen Ängsten, unter Angsterkrankung. Ja. Sie hat ein permanentes Schwindelgefühl. Was heißt das weiter? Ist sie immer nur in der Wohnung? Traut sie sich überhaupt noch rauszugehen? Geht da raus, weil sie vor 3 Jahren, sie wollte unbedingt einen Hund. Vor 3 Jahren habe ich ihr dann einen Hund gekauft im Tierheim. Und durch den Hund geht sie raus. Also aber nur wegen des Hundes. Das heißt, sie führt den Hund spazieren und geht dann wieder gleich nach Hause. Sie geht nicht alleine einkaufen, mal bummeln oder irgendetwas machen. Das nicht. Überhaupt nicht. Du sagst, du fühlst dich wie ein, wie hast du es gerade ausgedrückt? Wie ein Kettenhund. Wie ein Kettenhund. Warum? Ja, weil ich nirgends hinkomme. Wenn ich jetzt vergleiche im Freundeskreis, die gehen mal zum Stammtisch oder treffen sich mal untereinander oder haben andere, also dass praktisch der Ehepartner mal was anderes unternimmt. Das heißt, sie hat auch Angst, wenn du weggehst. Sie will, dass du immer zu Hause bleibst. Ja, genau. Also ich bin ständig, sagen wir so, unter Kontrolle. Ja. Klingt sehr bedrückend. Ist es ziemlich, ja. Ja. Ist sie denn in ärztlicher Behandlung? Ja, sie ist in Behandlung und zwar vom Sozialpsychiatrischen Dienst vom Roten Kreuz. Und also ist ein regelmäßiger Besuch, also so alle 14 Tage und sie kommt der Psychologe ins Haus. Ja. Und das war jetzt auch eine Zeit lang gut, aber vor ungefähr 2-3 Wochen ist es wieder extremer Rückfall gewesen. Und jetzt steht ein Klinikaufenthalt an. Also heute um 11 Uhr muss sie in der Klinik sein. Ah ja,
Ah, ja. Also psychosomatische Klinik, also ja. keine geschlossene, sondern eine offene. Was ja eigentlich eine gute Sache ist. Ja, also ich empfinde das jetzt für mich als Urlaub. Ja. War sie schon mal irgendwann im Laufe dieser 6 Jahre in einer Klinik? Ja, aber nicht lange. 8 Tage hat sie es ausgehalten. Wie weit, für wie lange ist es denn jetzt geplant, dass sie dort bleiben soll? Also mindestens 3-4 Wochen. 3-4 Wochen. Und ist sie damit auch einverstanden? Will sie das auch? Ja, sie will, weil sie hätte normalerweise letzten Montag schon einen Termin gehabt. Ja. Dann war der Montag da, dann wollte sie nicht. Ah ja, hat sie doch wieder Angst. Angst. Hat sie wieder Angst gehabt. Mhm. Und einen Tag später hat sie gesagt, ja, sie möchte doch. Mhm. Da habe ich gesagt, wenn du willst, dann musst du aber selber in der Klinik anrufen. Ja. Das hat sie auch gemacht. Hat sie gemacht, das ist gut. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist für mich wie Urlaub, wenn meine Frau, die so schwer angsterkrankt ist, endlich, sag ich mal, endlich in die Klinik kommt. Ja. Wie sehr hat diese Erkrankung deiner Frau eure Liebe und eure Beziehung, eure Ehe belastet? Ja, ziemlich, weil die letzte Zeit habe ich schon über Trennung nachgedacht. Habt ihr auch Kinder? Nein, weil meine Frau hat Krebs gehabt, also Unterleibskrebs. Ja. Da ist Gebärmutter entfernt worden. Mhm. Und es hat zuvor nicht geklappt und jetzt hat sich das sowieso erledigt. Ja. Also unser Kinderersatz sind Haustiere. Ah ja, ja. Du hast aber schon über eine Trennung nachgedacht, sagst du? Ja. So ganz allein für dich oder hast du sogar schon mal mit ihr besprochen? Ich habe es mit ihr besprochen jetzt vor kurzem, wenn sie den Klinikaufenthalt nicht durchzieht. Mhm. Mhm. Weil ich bin mittlerweile selber schon psychisch angeschlagen, also ich habe Borderline. Mhm. Also noch im Anfang. Ja. Das ist praktisch, sie zieht dich mit in eine Erkrankung, eine seelische Erkrankung mit rein. Ja. Mhm. Liebst du denn deine Frau noch? Das ist eine schwere Frage. Also, ich kann es nicht hundertprozentig beantworten, aber ich glaube schon, weil sonst hätte ich schon längst das Handtuch geschmissen. Nicht unbedingt. Es kann ja auch sein, dass man bei jemandem bleibt aus Pflichtgefühl. Weil man eben sehr viel mit dem Menschen verbracht hat und auch aus Mitleid, aus Pflicht und Mitleid. Wie stark ist das Mitleid, was du für deine Frau empfindest? Mitleid habe ich eigentlich nicht, weil das hört sich jetzt hart an. Aber ich glaube, wenn man bei einer so Erkrankung Mitleid empfindet, das verkehrt den Weg. Hast du denn vielleicht auch Angst, wenn du dich von ihr trennen würdest, dass du sie dann noch mehr reinreißt, dass sie dann noch weiter abstürzt? Ja. Das ist natürlich eine Falle, in der du da drin steckst. Ja. Ein Dilemma sozusagen. Nehmen wir mal an, wenn deine Gefühle wirklich nicht mehr so da sind, wie sie eigentlich da sein sollten. Und du eigentlich dich trennen würdest wollen, aber das dann nicht tust oder kannst aus Angst, aus Sorge, dass die Frau dann noch weiter abstürzt. Insofern ist natürlich jetzt dieser stationäre Aufenthalt sehr, sehr gut und sehr richtig. Ja, und du hast ihr das ja auch schon so nahegelegt, dass du dich trennen würdest, wenn sie das nicht macht. Ja. Das finde ich auch gut. Sie ist ja klar, sie ist ja zugänglich. Sie ist ja, ne, mit ihr kann man ja reden. Ja, es ist ein Tage, da ist ganz normal. Mhm. Also da kennt man sie nicht mal an, wenn man es nicht wüsste. So, jetzt hat sie selbst dort angerufen. Das finde ich auch gut. Ja. Das heißt, das war die Bedingung. Ja, es ist ihre Entscheidung und nun geht sie heute um 11 Uhr dorthin. Ja. Und voraussichtlich hoffen wir mal, dass sie dann auch die ganze Zeit, die geplant ist, wenn es 4 Wochen sind, dort bleibt. Ja. Du kannst es ja vielleicht nochmal sehen, so als, für dich ist das ja auch eine Zeit des Luftholens. Und auch nochmal eine Zeit für dich, dass du vielleicht, ja, Klarheit, etwas mehr Klarheit gewinnst, was du möchtest, was du willst. Vielleicht ist das wirklich eine Chance für euch beide, eine wie auch immer gerichtete, gute Entscheidung dann zu fällen danach. Ich hoffe, dass es eine Chance ist, dass man darüber nachdenken kann. Ich bin auch ein Gewohnheitsmensch, sagen wir es so, ich habe Angst vor Veränderungen. Aber wenn du selbst sagst, dass du auch schon leichte Anzeichen von seelischen Erkrankungen verspürst, finde ich, ist das ein Warnsignal. Und ist es nicht die Lösung, dass ihr beide euch gegenseitig nach unten zieht? Das geht nicht. Ich empfinde mich manchmal als Masochist. Mhm. Also
Deswegen fände ich es ratsam, wenn du dir, das muss ja keine Therapie sein in dem Sinne, aber dass du eine fachkundliche Beratung zumindest mal aufsuchst, damit du so einen Rückhalt hast für deine Situation. Das fände ich gut. Es ist so, der Psychologe, wo normal zu meiner Frau kommt, der kommt jetzt ab Mittwoch zu mir. Ah ja, gut. Wenn du zu dem Menschen auch Vertrauen hast und den gut findest, dann ist das, finde ich, das alles im Moment gut eingeleitet. Ich finde, ich sage jetzt mal so auf eine Perspektive gesehen, ich finde das moralisch vertretbar. Wenn du irgendwann sagen solltest, ich kann nicht mehr. Ich finde es moralisch vertretbar, dann zu gehen. Ja, ich habe momentan das Gefühl, dass ich nicht sagen kann, ich kann nicht mehr. Ich muss funktionieren. Ja, aber irgendwann funktionierst du gar nicht mehr. Dann bist du auch erkrankt und damit ist dir nicht geholfen und auch deiner Frau nicht geholfen. Also, das wirst du sicher eingehend auch mit dem Psychologen beschäftigen können. Ich wollte das nur noch zum Abschluss jetzt unseres Gesprächs nochmal so sagen, dass ich das für vertretbar erachte und finde, dass man, wenn man so belastet ist, auch dann irgendwann auch den Schritt machen muss und man muss gehen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass der jetzt in deinem Fall der Partnerin das genügend Hilfe angeboten ist. Aber man kann nicht auf, ich sag mal so salopp, auf Gedeih und Verderb immer und immer und immer weiter zusammenbleiben und sich nach unten reißen lassen gemeinsam. Also, ich finde gut im Moment, dass alles so läuft. Es ist gut, wie gesagt, es ist alles gut eingetütet. Und ich hoffe, dass du in der Zeit jetzt ein bisschen für dich auch Besinnung findest. Ja. Mit dem Psychologen eine Klarheit findest und dass vor allen Dingen deiner Frau, dass es ihr auch in der Klinik besser geht. Das ist mein großer Wunsch, dass das funktioniert. Ich wünsche es euch beiden von Herzen, Markus. Okay. Alles Gute und alles Liebe. Ja, danke, Tom. Auf Wiederhören. Tschüss. Meine Lieben, an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen ist Themennacht, wie auch Donnerstag, aber morgen, erstmal geht's um morgen. Morgen heißt unser Thema, dieser Gegenstand erregt mich. Ich möchte gerne mit euch über sexuelle Sachen reden, über Gegenstände. Es gibt ja die für uns relativ normal tickenden Menschen, die absurdesten Dinge, die für uns absurdesten Dinge, die andere Menschen erregen. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Das kann aber auch was ganz, ganz Profanes sein. Also welcher Gegenstand ist für euch etwas maßgeblich im Bereich Sexualität, im Bereich Erotik, wo ihr sagt, das macht mich richtig an. Das kann von einem ganz normalen Dildo beginnen, bis hin zu einem Auto, einem Schiff, einer, hatten wir in dieser Sendung schon, einer Heimorgel, oder Schuhen oder Hüten oder nassen Kleidungsstücken oder was weiß ich. Also dieser Gegenstand erregt mich, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir morgen reden wollt, meldet euch am besten schon heute per Mail unter domian@wdr.de. Morgen sind wir aber auch wie immer ab 0 Uhr erreichbar. Da könnt ihr anrufen und natürlich während der Sendung auch. Dieser Gegenstand erregt mich, unser Thema morgen. Heute freie Themennacht und jetzt begrüße ich herzlich den Marc. Und Marc ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marc, was ist dein Thema? Und zwar eine Freundin oder noch Freundin. Wir waren am Wochenende jetzt draußen gewesen, halt in der Diskothek. Ja. Und hier, mein bester Kollege war halt auch dabei gewesen und da ist halt eine dumme Geschichte passiert. Erzähl. Und zwar, wir waren feiern halt, haben auch ein bisschen was getrunken und mich hat es halt so am Anfang erst gar nicht irgendwie großartig neugierig gemacht, bis halt irgendwie was passiert ist, dass die beiden sich geküsst haben. Mhm. Hast du heimlich beobachtet oder war es? Das war direkt am Tisch gewesen. Ich saß halt neben meiner Freundin, ja? Bin kurz aufgestanden, wollte was zu trinken holen, nochmal für uns drei und dann halt, wo ich wiederkam, haben die beiden sich geküsst. Waren die da schon ziemlich dicht? Die waren gerade dabei gewesen. Nee, ich meine, waren die schon ziemlich betrunken? Was heißt betrunken? Eigentlich nicht so, nein. Nein. So, jetzt kommst du zurück an den Tisch und deine Freundin knutscht mit deinem besten Freund oder einem Freund. Richtig. Und da? Ja, dann halt habe ich sie halt gefragt, was das sollte. Sie sagte, es wäre irgendwie nur rein freundschaftlich gewesen. Ach so. Und ich habe sie halt nicht geglaubt gehabt. Was war denn das für ein Kuss? Einfach so ein Kuss auf die Wange oder volle Kanne? Nein, das war halt schon Mund gewesen. Das war halt schon richtig Mund gewesen und sie sagte halt, es wäre freundschaftlich und ich glaube es ihr nicht. Was hat denn dein Freund gesagt? Ihn habe ich erstmal gar nicht gefragt, weil ich dann halt erstmal weggegangen bin. Ja. Irgendwie versuchen, ein bisschen irgendwie auch abzureagieren. Ja.
er kam dann halt hinterher und sagte mir nach, ja, aber da ist nichts, da wird auch nie irgendwie was passieren. Mhm. So, und dann halt bis gestern habe ich es halt auch noch geglaubt, bis halt sie mir gesagt hätte, es wäre Schluss und sie was mit ihm angefangen hätte. Wie, das hat sie gestern gesagt? Das hat sie mir gestern gesagt, richtig. Und der Kuss war am Samstag? Richtig. Der war am Samstag gewesen. Ja. So, und ich habe halt auch heute nochmal mit dem Kollegen gesprochen. Er sagte, ja, er sagt, wo die Liebe halt hinfällt. So, und irgendwie verstehe ich nicht, warum sie mir das nicht vorher schon gesagt hat, irgendwie, dass sie Gefühle für ihn hat, was sie mir auch gestern gesagt hat. Wie lange wart ihr beiden denn zusammen? 2,5 Jahre. 3,5 Jahre? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre ist ja lang. Das ist schon eine sehr lange Zeit, ja. Ja, finde ich auch, in dem Alter auf jeden Fall. Das ist sehr und, lang. Hat sie denn jetzt irgendwie gesagt, wie lange das schon so ein bisschen mit den, oder nein, läuft da schon eine Weile was zwischen den beiden? Also, sie haben sich wohl öfter schon über irgendwie Internet, so ein Chat haben sich da wohl schon öfter unterhalten. Ja. So, und davon wusste ich halt auch nichts. Ja. Wir haben auch zusammen gewohnt gehabt, ich war öfter halt abends auch irgendwie noch arbeiten. Achso, du hast mit deiner Freundin, ihr wohnt auch zusammen? Wir haben zusammen gewohnt, richtig. Ihr habt zusammen gewohnt? Wir haben zusammen gewohnt, ist genau. Sie schon raus? Sie ist draußen, ja. Das geht aber dann aber hammermäßig Schlag auf Schlag. Das war sehr schnell, richtig. Samstag knutschen, Sonntag hat sie es eingestanden, heute ist Montag und sie ist schon ausgezogen. Sie ist ausgezogen. Wohin richtig. Ist sie gezogen? Sie ist wohl zu ihm gezogen. So schnell? So schnell, ja. Hat sie keine Möbel oder wie? Wir hatten halt damals irgendwie diese Gemeinschaft, ich habe die Möbel alles bezahlt. Petra, wie auch immer, so, und jetzt sitze ich halt hier. Wie ein dummer Esel. Okay, die hat einfach die Koffer gepackt, ihre Klamotten richtig, genommen und ihre raus. Klamotten ist abgehauen. Du weißt nicht, ob da sexuell oder was weiß ich, schon irgendwas vorher passiert das ist. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht. Und den genauen Zeitraum weißt du auch nicht, wie lange da schon was gelaufen ist. Also das zumindest kontaktmäßig. Kontaktmäßig, das weiß ich leider das auch nicht. Das ist übel. Das ist sehr übel. Das ist wirklich übel. Da tust du mir aber wirklich leid. Weil sowas erwischt einen dann eiskalt. Ja, und das Problem ist halt noch mit dem besten Kollegen, den ich jetzt auch schon irgendwie 5 Jahre kenne. Also du warst bester Kollege oder bester Freund? Das ist ein Unterschied. Das war ein super Kollege von einem guter Freund von mir, den ich seit 5 Jahren kenne. Ja. Ja, also doppelter Betrug, ne, ist das. Das ist es. Du sagst, du verstehst nicht, warum sie es nicht vorher gesagt hat, aus Feigheit. Ich schätze mal, dass es wohl irgendwie von ihr irgendwie Feigheit war, dass sie sich nicht getraut hat, das irgendwie einzugestehen. Aber wie seltsam. Wie alt ist sie? Sie ist 19 gewesen. 19, wie seltsam, dass sie es dann quasi vor deinen Augen machen und sich küssen. Da deute ich fast schon raus, dass da vorher auch schon mal was gelaufen ist, dass das nicht der erste Kuss war, den die sich gegeben haben. Also ich vermute es, aber ich kann es leider irgendwie auch nicht irgendwie beweisen oder irgendwie nachvollziehen. Ist jetzt auch eigentlich egal. Du bist verletzt, das verstehe ich, das wäre ich auch. Und ich wäre sauer und man ist sickig und es ist alles irgendwie, alles kaputt. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal, wir hatten eigentlich irgendwie, oder sie hatte zumindest alles, was sie brauchte, so sag ich mal. Mhm. Sie hat Wohnung gehabt, sie hat das gehabt, sie hat alles bekommen, was sie haben wollte eigentlich. Mhm. So, und deswegen verstehe ich irgendwie nicht, dass sie sich so eine Art irgendwie sagt und aber will nicht aber, mehr. Aber wie ernst es ist, zeigt ja, dass sie ausgezogen ist. Das ist es. Ja? Und wenn sie das schon bei dem zu dem hingezogen ist, ist das ja irgendwie so glasklar. Also ist das jetzt so gelaufen, dass sie gesagt hat, ich mach Schluss, ich gehe. Tschüss, so? Das hat sie mir so auf den Zettel geschrieben. Auf den Zettel, wieder mal feige, also nicht mehr ins Gesicht gesagt. Nein. Habt ihr denn danach, nachdem sie weg war, nochmal gesprochen, telefoniert oder irgendwie? Also ich habe versucht, sie nochmal irgendwie zu erreichen, aber Handy nicht erreichbar, Festnetz auch nicht. Ja, ja. Weil sie ist nicht drangegangen oder wollte nicht drangehen, aber ich finde es halt derart schon irgendwie sehr traurig, irgendwie, dass sie da noch nicht mal Zimmer um hat und mir das Marc, dann persönlich nochmal zu sagen. Das ist voll mies. Das ist wirklich mies. Das sage ich dir als komplett außenstehender Mensch. Das ist feige und mies. Und du sitzt da und bist verletzt und traurig, was jeder von uns verstehen kann, der sich hier nicht hineinversetzt. Aber du kannst nichts machen. Das ist das Problem. Das ist das Schlimme, ja. Du kannst vielleicht irgendwann nochmal vielleicht bewirken, dass sie dir irgendwas erklärt. Hm. Das tut einem dann vielleicht noch ein bisschen gut, aber letztendlich musst du jetzt schon daran arbeiten, innerlich die Frau loszuwerden. Das ist schwer. Das glaube ich, weil dich das ja wie aus heiterem Himmel getroffen hat, ne?
Also vor einer Woche war bei euch alles, so wie du es empfunden hast, noch alles in Ordnung. Das auf jeden Fall. Nein, sie hat auch, weiß ich nicht, vor einer Woche noch, wir haben alles zusammen gemacht, wir sind dahin gefahren, wir haben das zusammen gemacht. Mhm. Und dann irgendwie kam halt von jetzt auf gleich, schlecht ging es ihr nicht, sie brauchte nur sagen, sie bekommt, sie kriegt und... Ja, es geht ja nicht um, da nicht um Material. Nein, aber auch in Sachen irgendwie Liebe und... Wenn du jetzt heute so nachdenkst, gab es denn vielleicht doch irgendwelche Anzeichen, die du so übergangen hast in den letzten Wochen, wo du heute denkst, da war eine Unzufriedenheit oder da war irgendwas nicht so ganz klar, wie es sein sollte? Ich habe da, sag ich mal, irgendwie eine Kleinigkeit war da gewesen, okay. Sie hat irgendwie damals schon, wenn man irgendwie mal auf Party war oder sie mal alleine mit Kolleginnen draußen war oder so, und ich halt dann irgendwie auch mit Kollegen mitgegangen bin, hat sie da auch schon irgendwie zwar nicht viel getrunken, sie hat zwar was getrunken, aber es war nie irgendwie von ihrer Seite her zu sehen, dass es ernst gewesen wäre. Da hat sie halt auch schon irgendwie mit Kollegen getanzt, irgendwie ein bisschen enger getanzt, aber auch sie hat immer gesagt, nein, das bleibt freundschaftlich. Und jetzt halt dieses Wochenende ist halt dann passiert. Also schick ihr eine SMS vielleicht? Dass du einfach darum bittest, dass ihr euch nochmal trefft und sie dir nur was erklären soll. Das finde ich, nach 2,5 Jahren wäre sie dir das schuldig. Zumindest sie soll dir erklären, was los ist. Und den Rest musst du einfach dann aushalten und auf Distanz kommen zu deiner ehemaligen Freundin. Muss man jetzt sagen, ehemaligen Freundin. Das auf jeden Fall. Gibt sonst keinen Rat, keinen Tipp. Musst du aushalten. Na gut. Lieber Marc, alles Gute, toi toi toi. Wünsche ich dir auch, Domian, Dankeschön. Und viele liebe Grüße an mein Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr uns hier gerne erreichen wollt und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio, im Fernsehen, dann meldet euch, so wie sich auch die Waltraud gemeldet hat. Waltraud ist 43, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Waltraud, schön, dass du da bist. Dankeschön. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe mehrere Punkte. Und zwar, es geht um meine zweite Tochter, die ist 15. Mhm. Und die hatte am 1. August eine Arbeitsstelle, hat man ihr aber wieder gekündigt. Wegen dem Vorfall, weil seit längerem immer Geld fehlt aus der Kasse. Jetzt weiß ich nicht, wie weit kann ich ihr trauen und wie weit nicht. Moment, sie hatte eine Lehrstelle? Ja, als Bäckereifachverkäuferin. Und wie lange war sie dort? 4 Wochen. 4 Wochen. Und da war immer wieder Geld verschwunden aus der Kasse? Genau. Und der Chef hat vermutet, dass das deine Tochter war? Ja. Und ich sage gleich dazu, ich bin geschieden und ich habe kein Sorgerecht bei ihr. Aber nochmal, ehe wir auf die Einzelheiten kommen, man konnte ihr das nicht nachweisen? Nein. Sie hat aber die Kündigung akzeptiert, was normalerweise von meiner Sicht her ein Fehler ist, weil ihr Vater hätte hinter ihr stehen müssen. Und dann habe ich sie zu mir rübergenommen für 8 Tage. Das heißt, sie lebt bei dem Vater? Genau, er hat das alleinige Sorgerecht. Und dann habe ich sie auf Bank geschickt zur Probe und habe gesagt, Stefanie, hol mir bitte 50 Euro von meinem Konto. Ja. Hat sie mir auch gegeben und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass sie zweimal auf der Karte abgehoben hat. Und zwar das zweite Mal für sich 5 Euro. 5 Euro? Ja. Und ich merke sie auch an meine Kontoauszüge. Das heißt, sie hat dich auch belogen? Genau. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit ich ihr noch trauen kann, weil ich habe jetzt das mit meinem Rechtsanwalt so ausgemacht, dass ich es Teilsorgerecht mit meinem Ex-Mann haben möchte. Und weil das Kind muss einmal zur Ruhe kommen. Die wird nur unter Druck gesetzt. Ja. Sag mal, bei dem Bäcker, wie viel Geld fehlte denn da immer wieder in der Kasse? Das waren so ab 100 Euro aufwärts. Also das sind stattliche Summen dann? Am Schluss waren es dann eben zwischen 500 und 600 Euro, was gefehlt hat. Ganze Menge. Ich kann es ja nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht. Hast du sie denn auf die 5 Euro angesprochen? Ich habe sie noch gar nicht drauf angesprochen, weil sie ist im Moment bei ihrem Papa drüben. Und ich möchte es von Angesicht zu Angesicht machen. Nicht am Telefon. Dein Verhältnis zu dem Vater, zu deinem ehemaligen Partner, ist schlecht? Es ging, ja, wie soll ich sagen, jetzt wollen wir wieder in Konflikt neidraben, weil ich das Teilsorgerecht beantragt habe über den Rechtsanwalt. Es wird er nicht zulassen, weil er ist wieder verheiratet. Und die Partnerin von ihm ist Alkoholikerin.
Und von daher kriegt sie noch mehr Druck jetzt. Und dazu kommt noch, sie ist übergewichtig, sie hat die Scheidung nicht verkraftet, sie wiegt mittlerweile 120 Kilo. Oh weia. Bei einer Größe von? Von 1,67. Ja, das ist ein Schlag zu viel. Das ist ein bisschen arg viel. Aber finde ich auch so. Jetzt sind da so viele Themen mit dem Sorgerecht und mit der, dass deine Tochter da vielleicht Geld genommen hat, auf jeden Fall von dir Geld genommen, das ist sicher, ne? Da das kannst du sicher. Auf jeden Fall fest, das kann ich nachweisen. Oh. Ich vermute ja mal, wenn ein Mädel mit 15 Jahren, die offensichtlich auch vielleicht, wie du es jetzt angeklingen hast lassen, große Probleme hat. Sehr große. Dann sind diese Stehlereien natürlich auch ein weiteres Indiz oder Signal, dass das Mädchen unter großen Problemen leidet. Genau. Und wenn sie sich meine 5 Euro da genommen hat, ist es ja fast schon rührend. Das ist schlimm, dass sie es gemacht hat. Ja. Aber da gerate ich jetzt nicht gleich in die große Wut, sondern das wäre für mich ein Signal, da stimmt was nicht, da muss man helfen, da muss man was machen. Ja. Es ist natürlich kompliziert, wenn du mit deinem Ex dich da nicht einigen kannst und Teilsorgerecht und hin und her. Wo will das? Ich meine, sie ist ja schon 15 Jahre, sie ist ja kein Kind mehr. Wo will sie denn leben? Sie sagt jetzt definitiv, sie hat damals einen Fehler gemacht, dass sie zu ihrem Papa gegangen ist, sie wäre leichter bei mir geblieben. Mhm. Aber sie hängt unwahrscheinlich arg an ihrem Papa. Ja. Und okay, dann habe ich sie ziehen lassen und jetzt haben wir im Endeffekt genau der Fehler eingetreten, wo eigentlich nicht kommen sollte. Aber kann man denn nicht, kann man das denn nicht so machen, dass sie teilweise bei dir lebt und teilweise bei ihm lebt? Das habe ich jetzt angestrebt mit meinem Rechtsanwalt eben. Ja, und will sie das auch? Sie will es auch jetzt. Weil ich finde, nicht entscheidend ist, was der Rechtsanwalt und ihr da anstrebt, sondern entscheidend ist, was sie will. Ja, also sie hat offen und ehrlich gesagt, Mama, ich mag zu dir rüber. Mhm. Sie hält jetzt nicht mehr aus. Weil, wie gesagt, die Partnerin ist Alkoholiker. Mhm. Die fängt in der Früh schon an mit Rotwein trinken etc. Mhm. Und dann arbeitet sie noch in der Kneipe drinnen. Okay, also ich merke schon, da ist einiges nicht so ganz in Ordnung, zumindest aus deiner Sicht heraus. Noch viel, viel mehr. Hältst du es denn für möglich, traust du das deiner Tochter zu, dass sie diese vielen 100 Euro genommen hat? Ich traue es ihr nicht zu. Mhm. Von meiner Sicht her nicht. Aber es ist natürlich für das Mädchen eine fulminante Niederlage, dass sie da rausgeschmissen worden ist. Genau. Und wenn sie es wirklich nicht war, ist es natürlich ein großer Fehler, dass sie die Kündigung akzeptiert hat. Aber nun ist das passiert, nun muss man damit... Und ich habe auch zu ihr gesagt, wenn dir der Papa nicht hilft, ich regle das übers Arbeitsgericht. Man muss es ihr erst einmal nachweisen können. Mhm. Aber sie sagt wiederum, sie will es nicht. Damit gibt sie sich ja zu erkennen, dass sie es gemacht hat, eigentlich. Weißt du, ich würde auch gar nicht mit Arbeitsgericht anfangen, sondern ich würde bei dem Mädel anfangen. Mhm. Ich glaube, dass sie ganz, ganz fundamentale Probleme hat. Und da muss man ihr helfen, die zu lösen. Und hängt sie auch zwischen den Stühlen, zwischen dir und deinem Ex. Und wenn da die Familie nicht in Ordnung ist, dann hat sie da vielleicht auch einen Druck. Vielleicht wäre es gut, wenn du für sie etwas organisieren könntest. Eine Unterstützung, eine psychologische Unterstützung, dass sie einen neutralen, guten Ansprechpartner hat, mit dem sie über ihre Probleme sprechen kann. Sie war ja im Hort, in der HPT, im heilpädagogischen Kinderhort, solange sie noch in der Schule war. Und der Psychologe sagt zu mir eigentlich gar nichts, weil ich keinen Kontakt zu dem habe. Mhm. Mein Ex-Mann hat da mehr Kontakt, aber er kümmert sich nicht drum. Mhm. Aber die Probleme sitzen viel tiefer auch noch bei mir. Ich habe letzte Woche am Mittwoch erfahren, dass meine ältere Schwester mit 48 jetzt dann Gebärmutterkrebs hat und zum dritten Mal operiert wird. So, siehst du, das ist sehr schlimm. Aber das hat mit der Problematik mit der Tochter ja direkt nichts zu tun. Aber ich kann sie nicht immer auffangen. Ich verstehe, das ist mir schon klar, dass du eben auch in großen Schwierigkeiten steckst. Umso wichtiger wäre es, dass da eine neutrale Person euch hilft. Hm. Wie man das machen könnte, würde ich gerne dich jetzt weiterleiten an meinen Psychologen. Denn das ist ja sehr, sehr, sehr vielschichtig, was du mir erzählt hast. Oh ja. Das können wir ja gar nicht hier lösen. Aber das Hauptding ist, deiner Tochter muss geholfen werden. Ja. Wenn sie da Sachen gestohlen hat,
was auch immer, auf jeden Fall die 5 Euro hat sie gestohlen, ist es ein Signal, dass da einiges im Argen liegt. Liebe Walter, leg du bitte auf und wir, das heißt der Peter, mein Psychologe, ruft dich an und dann könnt ihr in Ruhe mal ausklamüsern, was man da genau klug und schnell machen kann. Mhm. Ja? Ja. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Bitte. Hinweis auf morgen nochmal, ihr Lieben. Unser Thema morgen heißt, dieser Gegenstand erregt mich. Ich möchte gerne mit euch über gewöhnliche oder auch sehr ungewöhnliche Gegenstände reden, die euch sexuell anmachen, die euch sexuell erregen. Vielleicht sind es auch Gegenstände, wo jeder so normalo denkt, was, wie, bitte, das erregt dich sexuell. Ja, vielleicht erregt es euch sexuell und dann ist es auch in Ordnung so, dann ist es gut so, weil ihr so empfindet. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. Wenn ihr das auch gerne wollt mit mir, dann meldet euch unter domian@wdr.de. Heute schon rund um die Uhr oder ruft morgen während der Sendung an oder eben wie immer eine Stunde vor der Sendung. Mario ist hier. Mario ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Mario. Du hattest vor der Frau, da war ein Mann gewesen, dessen Frau hatte Angst. Ja, die war schwer angsterkrankt, ja. Genau. Mhm. Und ich habe das, fast auch, weil ich kann mit U-Bahn und Bus nicht fahren, sobald die Türen zugehen, da kriege ich Durchfall. Kriegst du Durchfall? Ja, es klingt lustig, aber es ist so. Das heißt, du hast wirklich den Drang, zur Toilette gehen zu müssen, weil du so aufgeregt bist und so verkrampft bist und so eine Angst hast. Ja, ich habe so eine Angst und wenn die Türen zugehen, dann kommt es dann auch so. Also du hast nicht nur den Drang, auf die Toilette gehen zu... Du musst dann auch machen. Ich muss... Du machst dann in die Hose. Nein, in die Hose nicht. Aber es ist halt so, wie jeder normale Mensch, wenn er auf Klo muss. Ja. Da hat man halt das Gefühl. Gefühl. Wenn du dann hinterher dann irgendwann auf ein Klo gehen kannst, hast du dann wirklich Durchfall? Also es kommt dann selten vor, dass ich dann auch wirklich auf Klo renne und ich dann auch wirklich auf... Also das, ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Ja, macht nichts. Es ist so, sobald dann diese Tür aufgeht und ich weiß, ich habe da eine Toilette, dann beruhige ich mich und dann geht es auch wieder weg. Dann geht's weg. Achso, also es ist dann doch kein Durchfall. Wieso sagst du, ich hab Durchfall? Weil man merkt es einfach, ich gehe oft dann auf Klo, es ist Durchfall. Ach, es ist dann doch schon bisweilen dann Durchfall. Naja, das ist so, weil ich war damals in der Oberschule, da hatte ich Hefepilze gehabt im Bauch. Ein Jahr lang. Und die haben halt gemacht, dass ich immer auf Klo musste. Ja. Durchfall. Ja. Und es war so gewesen, weil man dann jede Stunde in der Schule halt sich melden musste, Herr Lehrer, ich muss aufs Klo. Da wurde man ausgelacht, weil keiner hat es verstanden. Und es wusste auch keiner, was ich habe, dass ich auf Klo muss. Und sobald die Tür zuging und ich wusste, ich kann nicht mehr raus und ich dann wieder ausgelacht werde, musste ich dann auf Klo. Verstehe, so ist das entstanden, das Ganze. Und so schätze ich mal einfach, dass diese Situation, dass die Tür zugeht, diese Angst zu müssen. Also, du hast es in der U-Bahn. Ja, Und im Bus? Hast es im Flugzeug müsstest du es dann ja auch haben. Naja, aber im Flugzeug, da ist diese Toilette. Da ist eine Toilette, hast recht. Wie ist es im Aufzug? Aufzug muss ich eigentlich nie fahren, weil wir wohnen im zweiten Stock und wir haben keine. Ach so, na gut, aber irgendwo in irgendeinem Amt oder im Kaufhaus oder so kommt man ja schon mal in Kontakt mit dem Aufzug. Naja, es ist so, ich wohne jetzt in Buko. Ich habe vorher in Kreuzberg gewohnt, in Berlin. In Berlin, ja. Genau. Und in Kreuzberg, ich konnte raus, weil überall, gut, Dönerläden, Kneipen waren und da konnte ich mich beruhigen. Ja. Ich wusste, wenn ich muss, ich kann. Aber jetzt hier in Buko, ich komme nicht mehr raus. Wir wohnen seit 5 Wochen hier und ich war nicht einmal in der Stadt mehr gewesen. Also in welchem Stock wohnst du denn jetzt im Moment? Nee, im zweiten. Und vorher habe ich im Erdgeschoss gewohnt. Das verstehe ich. Also du könntest da aus dem zweiten auch rausgehen, normal. Ja, aber sobald ich draußen bin und ich weiß, ich kann nicht mehr. Diese Angst. Und ich muss einfach. Es ist unglaublich. Aber da verstehe ich den Unterschied zwischen Kreuzberg und wo du jetzt wohnst, wenn du draußen bist. Also bei uns im Buko hier, es sind 2 Minuten zu Fuß und da ist schon Brandenburg. Und hier sind halt nur kleine Häuser und wenn ich draußen bin, ich würde jetzt nach Kreuzberg fahren und ich weiß, hier sind einfach keine Kneipen, ich kann nicht. Ach so, weil da keine Kneipen sind, ja, wo du eventuell auf die Toilette gehen könntest. Genau. So, aber dann die Hose zu machen. Ja, aber dann ist es doch noch komplizierter. Dann ist es ja nicht nur in geschlossenen Räumen wie in der U-Bahn oder im Bus, sondern auch da bei euch auf der Straße jetzt schon. Ja, also es ist da, wo ich halt nicht aufs Klo kann.
aber das war in Kreuzberg halt gewesen, weil wenn ich da mal wohin musste, da konnte man halt noch laufen und ganz selten musste man mit der U-Bahn fahren. Ja. Das war auch, wenn Freunde gesagt haben, komm doch mal mit, wir gehen heute in die Disco. Mhm. Ich konnte nicht, weil ich dann mit der U-Bahn fahren musste. Und sobald die Türen zugehen, werde ich verrückt. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin jetzt noch arbeitssuchend. Ja, hast du schon mal irgendwas beruflich gemacht? Ich habe mal anderthalb Jahre in so einem Lebensmittelladen gearbeitet und ein halbes Jahr bei McDonald's. Ja. Nee, ich wollte es deshalb. Ich auch nicht arbeiten zu gehen. Ja, nee, ich frage es auch wirklich deshalb, weil du unter Umständen ja auch so in deinem Alltag da sehr beschränkt bist und gehemmt bist. Ja, ich komme einfach nicht raus und ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen kann. Das hast du den Eindruck, dass es schlimmer wird, je älter du wirst oder je mehr Zeit vergeht? Nee, es bleibt einfach gleich. Sobald ich mich in die U-Bahn setze. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, es ist schlimmer, weil ich wohne mit meiner Ex-Freundin noch zusammen. Mhm. Wenn sie bei ist, wenn wir zum Beispiel zum Arbeitsamt fahren müssen, dass wenn jemand bei ist, ist es schlimmer. Also, du hast ja schon eine gute These gerade entwickelt, wie das entstanden ist damals in der Schule. Ja. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr kluge Überlegung, die dich so an die Wurzeln dieses Problems führt. Wie man dieses Problem auflöst, da musst du zu einem Fachmann gehen, zu einem Psychologen gehen. Ich war schon bei einem Psychologen gewesen, aber diese Frau kam mir so vor, wenn sie mir das einfach nicht geglaubt hat. Okay. Weil es kann sich nun mal keiner vorstellen. Ja, aber ich glaube, ein guter Psychologe muss sich alles vorstellen, weil es alles irgendwie gibt und alle möglichen und unmöglichen Dinge bei Menschen entstehen können. Ich werde dich erstmal mit meinem Psychologen gleich verbinden. Mhm. Ich glaube sicherlich, dass es da eine Möglichkeit gibt und sicherlich auch in Berlin, dass wir dir da irgendwas vermitteln können. Ja? Lieber Marion, legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Okay, gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Julia, 19 Jahre alt. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist die Liebe. Ach, die Liebe. Ja. Julia, bist du unglücklich? Ja, kann man sagen. Warum? Was ist geschehen? Nein, ich bin nicht wirklich unglücklich. Ich weiß einfach gar nicht, was ich bin. Das ist eigentlich noch besser. Lass uns drüber sprechen. Ja, also ich habe jemand in einem Chatroom kennengelernt. Ah. Ja. Bin ich immer so ein bisschen skeptisch, aber egal, erzähl weiter. Ja, ich war ja, also du hast auch recht mit deiner Skepsis, muss man dazu sagen. Du hast jemanden kennengelernt. Ja, und dann habt ihr fleißig da getippt. Ich glaube, 4 oder 5 Monaten. Vor 4 oder 5 Monaten. Und dann habt ihr fleißig getippt, das heißt gechattet. Ja, also wir haben eigentlich jeden Tag miteinander geschrieben. Aber zu der Zeit hat meine Nachbarin noch hier bei mir gewohnt. Mhm. Und die hatte eben einen Laptop, den sie nie gebraucht hat, und so einen USB-Stick. Und dadurch konnte ich immer ins Internet, weil die hat mir den dann gegeben. Verstehe. Weil wir waren halt eng befreundet. Die ist jetzt aber Anfang Juli weggezogen nach Amerika. Die ist ausgewandert. Ja. Und seitdem hatte ich sowieso, weil ich keinen Computer habe und kein Internet. Und dann bin ich halt nur noch ins Internetcafé und dadurch hatten wir auch weniger Kontakt. So. Yeah. Aber der Kontakt hat sich so oder so verändert, weil er mir nach ungefähr 8 Wochen gesagt hat, dass er mich angelogen hat. Oh. Ja, weil ich wusste, dass er ein kleines Kind hat und ich wusste auch, dass er Halbspanier ist und so. Das hat mir eigentlich auch nichts ausgemacht. Ja, aber? Er hat mich halt mit seinem Alter belogen. Was hat er gesagt, wie alt er sei? 27. 27, wie alt ist er angeblich wirklich? 39. Ja, geht ja noch. Naja, aber das sind 20 Jahre. Ich bin 19. Ja, das stimmt allerdings auch. Hast du recht, du bist erst 19, ja. Stimmt, das ist natürlich eine große... Das ist irgendwie schon also, irgendwie sehr komisch. Also, gechattet, immer geschrieben miteinander. Habt ihr miteinander telefoniert? 2-mal ganz kurz, ja. 2-mal nur? Ja. Warum? Ja, das ist komisch. Also er sagt, er hat kein Handy und kein Festnetztelefon. Das stimmt nie im Leben. Ich weiß es nicht. Weißt du, mit diesem Chatten in Chatrooms, sich kennenlernen, finde ich ja noch okay. Aber mir ist das ein Rätsel, wie Leute das über einen langen Zeitraum machen. Mann, da gehe ich doch ans Telefon, da lerne ich doch jemanden viel besser kennen beim Sprechen, als nur mit der Tipperei. Ja, aber der musste dann auch irgendwann sein Internet kündigen, weil er es nicht mehr bezahlen konnte und so. Naja, es gibt immer tausend Ausreden. So, jetzt geht das Ganze schon 4-5 Monate. Ja, und also er hat auch schon oft gesagt, dass er mich anruft und 2-mal hat er es gemacht und sonst auch nicht. Er hat jetzt auch wieder gesagt, Anfang September rufe ich dich an. Ja. Ich hocke jetzt hier seit dem 1. September und hypnotisiere mein Telefon. Dass er anruft. Und hoffe irgendwie nur, dass er sich halt meldet und so. Ich bin ja so weit und sage, da kann man gar nicht von Verliebtheit reden, nur von dieser Tipperei. Das ist so eine künstliche Welt. Bis es mir wirklich passiert. Ja, man kann sich da auch reinsteigern. Es ist so eine künstliche Welt und die ist voller Lügen, diese ganze Chatwelt.
Ja, ich meine, das habe ich neulich... Wie du es jetzt selbst erlebt hast. Wirklich sehr krass erlebt, auch in einer anderen Geschichte. Ja. So. Weil ich habe in dem Chat viele Freunde gehabt. Freunde in Anführungszeichen. Ja, aber mit denen ich auch telefoniert habe und so, aber auch in denen kann man sich sehr täuschen. So, Julia, was ist denn jetzt das Problem? Konkret, formulier es. Ich weiß nicht. Mein Problem ist, dass der Mann 20 Jahre älter ist, dass er mich angelogen hat. Und dass es einfach so viel gibt, was ich ihm eben nicht so wirklich glauben kann. Aber irgendwo, auch wenn wir mal 4 Wochen überhaupt keinen Kontakt haben oder so, vergessen kann ich ihn nicht. Wohnt er denn angeblich, wenn es denn stimmt, in deiner Nähe wenigstens? Nein, das ist auch weit weg. Ach, vergiss ihn. Strich drunter. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht. Wir haben echt jetzt auch ein paar Wochen mal gar keinen Kontakt gehabt und gar nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Das kannst du. Das geht nicht. Er taucht immer wieder auf. Ja gut, du musst dann halt irgendwann auch mal sagen, pass mal auf, Junge, entweder treffen wir uns jetzt mal, Butter bei den Fische. Ja. Oder wir lassen diesen ganzen Quatsch. Ist doch Quatsch. Ist doch Pillepo. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich mit ihm treffen will, weil der hat irgendwie so eine Hammervorstellung von mir. Ach, wo hast ich du auch gelogen? Denke, dass er bloß enttäuscht wäre. Du hast auch gelogen. Nein, ich habe nicht gelogen, aber der ist davon überzeugt, dass ich furchtbar hübsch bin und so. Und das bin ich nun mal nicht. Ja, aber das kann man jemandem ja auch sagen. Das sage ich dem ja auch, nur er glaubt es mir nicht. Aha, also Fotos habt ihr auch noch nicht mal ausgetauscht? Nein, auch nicht. Ach, das ist doch Kindergarten. Nein, das ist nicht Kindergarten. Mann. Damit vertust du deine kostbare Zeit. Das sind 4 bis 5 Monate. Mit so einem... Es ist doch viel, viel besser, in die reale Welt rauszugehen und da Menschen anzusprechen. Ja, aber Domian, dafür musst du auch wissen, dass ich mit meinen 19 Jahren noch nie einen Freund hatte. Ja. Und du kannst mir, ich weiß nicht, kannst du mir bald den Film Ungeküsst drehen? Ach. Ja, ist so. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man mit 19 noch keine Beziehung hatte. Das ist so aber ich finde es schlimm, wenn man mit 19 noch nicht mal einen Kuss gekriegt hat. Okay, aber das ist jetzt auch ein ganz komischer Weg, wo du dir vielleicht den Kuss mitholst. Da finde ich den Weg, raus ins Leben zu gehen, viel besser. Ja, aber bei mir ist es halt auch, weil ich eben kein Selbstbewusstsein habe und so. Und deswegen bin ich mir auch meiner Gefühle für diesen Mann überhaupt nicht sicher. Ich will nochmal auf das Selbstbewusstsein zurückkommen. Ja. Findest du dich denn so wirklich für dich hässlich? Naja, hässlich nicht, aber auch nicht hübsch. Du hast Komplexe. Weiß nicht, ja schon. Sag mal, was dir an dir nicht so besonders gefällt? Ich habe eine Verbrennungsnarbe, die habe ich mir mit einem Jahr zugezogen. Das war eine Verbrühungsnarbe. Im Gesicht? Nee, auf dem Arm und auf der Brust. Ja. Und das ist halt was mich irgendwie stört. Ich habe diverse Operationsnarben. Und ich mag einfach mein Gesicht nicht. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach dran satt gesehen habe, aber... Naja, mit 19 hat man sich noch nicht am Gesicht satt gesehen. Wenn wir uns in 60 Jahren widersprechen, dann kannst du es vielleicht sagen. Aber auch dann sollte man das nicht sagen. Julia, ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Geschichte. Irgendwie, da sind Lügen im Spiel, der wohnt weit weg, der ist wirklich wesentlich älter als du, der meldet sich nicht so, wie er es versprochen hat. Ich habe ein schlechtes Gefühl und würde ja wirklich einfach so von außen sagen, lass es sein. Und versuche Kontakte wirklich zu kriegen, nicht in dieser anonymen Welt des Chattens, sondern geh raus, geh in Kneipen, geh in Sportverein, wo du einfach Leute kennst, geh in Diskos, ich weiß nicht, was man alles machen kann, geh einfach unter Leute. Und wenn du kein gutes Gefühl zu deinem Körper hast, auch da kann man sich reinsteigern. Ich bin fast sicher, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen. Sag mal so, ich habe das in meiner Kindheit, Jugend auch viel halt eingeredet gekriegt und so. Siehste, also da musst du gegensteuern, weißt du, wie man Ängste los wird. Ja. Indem man sich der Angst stellt. Ja, ich weiß. Da bin ich auch gerade kräftig dabei. So, indem man rausgeht. Und indem man sich konfrontiert mit all den Dingen, vor denen man eigentlich Scheu hat. Das ist bitter. Ich mache seit 10 Jahren Therapie. Ja, dann weißt du es Bescheid. Dann erlebt man auch viele Rückschläge, aber man muss es tun. Und diese Chatwelt ist natürlich verführerisch, weil da kannst du dich in so eine Illusion hineinsteigern. Und irgendwann kommt die Realität und du bist damit konfrontiert und schaffst es nicht. Ja, ich war halt immer ehrlich und dann denke ich, dass die anderen auch ehrlich sind. Und ich meine, ich bin da vor ein paar Wochen ordentlich auf die Fresse geflogen, kann man ehrlich so sagen. Also, ich würde sagen, lass es sein, Julia. Wenn er sich nochmal meldet, dann versuch mit dem ein Gespräch zu führen und damit die ganze Sache beendet wird. Ach, aber ich weiß nicht, ob ich will nämlich aufgeben. Also ich muss zugeben, dass ich zurzeit im realen Leben auch überhaupt keine richtigen Freunde habe. Und ich mich vielleicht deshalb auch so an dem festhalte. Ja, aber das ist nicht gut. Dann geh den bitteren Weg und such dir Freunde. Bau das auf, das ist langwierig.
Und klammer dich nicht an so seltsamen, komischen Sachen da fest. Ja, okay, ich werde es versuchen. Mehr kann ich nicht sagen, Julia. Alles Liebe und alles Gute. Okay, dann wollte ich noch sagen, ich finde deine Sendung ganz, ganz toll und ich hoffe, dass es das noch ganz, ganz lange gibt. Sehr nett von dir, freue ich mich sehr. Dankeschön, Julia. Ja, tschüss. Tschüss. Rudi ist hier. Rudi ist 54. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen, Jürgen. Also noch ganz kurz zu der Julia, wenn die uns noch hören sollte. Ja? Die wird am Telefon nie ihren ersten Kuss kriegen. So, das ist ein guter Satz. Da hast du recht. Und beim Chatten schon gar nicht. Und das auch. Ja. Nur virtuell. Genau. So, Rudi, zu dir. Um was geht's bei dir? Ich werde in 7,5 Stunden nach fast 10 Jahren Ehe geschieden. In 7,5 Stunden? Nach fast 10 Jahren Ehe? Jo. Wolltest du das? Nee. Nee. Warum wird die Ehe geschieden? Tja, meine Frau ist Alkoholikerin. Mhm. Sie ist also im betrunkenen Zustand mehrfach gewalttätig geworden. Dir gegenüber? Mir gegenüber. Was hat sie gemacht? Geschlagen. Mit Gegenständen. Mit ihren leeren Flaschen. Mhm. Mit Gehhilfen. Mit Gehhilfen und, ist sie behindert oder? Nee. Sie hatte mal was am Meniskus. Achso. Und aus der Zeit hat sie also die noch. Hat sie dich verletzt? Ja. Hat sie dich schwer verletzt? Es hat also mehrfach Anzeigen der Polizei gegeben wegen Körperverletzungen und wegen schwerer Körperverletzung. Mhm. Das heißt, du warst auch mal im Krankenhaus? Nee. Aber sie hat dich schon verletzt, dass das... Ich konnte also auch nicht ins Krankenhaus gehen. Meine Frau hatte zwei Geschäfte. Mhm. Und ich war bei ihr angestellt. Mhm. Das letzte Mal hatte ich sie, hatte ich polizeiliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen am 23. November. Moment, erklär mir erstmal, warum kannst du nicht ins Krankenhaus gehen, wenn du bei ihr angestellt bist? Es musste ja jemand im Laden sein. Ach so. Das heißt, du hast das, du, also das Blut ist schon geflossen? Ja. Mhm. Da ausgezogen ist, wollte es also auch das Blut, das ich also als Mahnung für sie an der Wand gelassen habe, mit dem Messer abkratzen. Mhm. Das hat sie immer im Suff gemacht? Ja. Die ist nüchtern, ist das eine Bombenfrau. Mhm. Die ist hochintelligent, die ist liebenswürdig. Ja. Nur, wie lange ist sie denn schon Alkoholikerin? Nächstes Jahr feiert sie Silbernes. Bitte? Nächstes Jahr feiert sie Silbernes Jubiläum. Das heißt, eure ganze Zeit über ist sie Alkoholikerin, während ihr zusammen seid? Ja, als ich sie kennengelernt habe, war sie also Alkoholikerin. Mhm. So. Mhm. Wir kannten uns, ich sag mal, relativ kurz. Dann kriegt sie also von ihrem Arbeitgeber auferlegt, eine Entgiftung und eine Therapie zu machen, zum wiederholten Male. Mhm. Und als sie im Krankenhaus lag, hat sie also mich angerufen, nicht ihre Mutter, und hat mich also gebeten, ihr Sachen vorbeizubringen. Hat mich natürlich also, ich sag mal, auch mächtig gebauchpinselt. Und so fing es an? Ja. Mhm. Wie oft war... Es wurde also da also schon tiefer. Wir kannten uns also schon eine Zeit lang. Aber ich sag mal, sie hat also nie zugegeben, dass sie Alkoholikerin war. Wie oft war sie innerhalb dieser 10 Jahre Ehe in einer Klinik? Oh, müsste ich lügen, weiß ich nicht. Also es gab kein Jahr, auch wenn also ihr Anwalt was anderes behauptet, es gab kein Jahr, in dem sie also komplett trocken gewesen wäre. Und in den 10 Jahren... Aber sie hat Versuche unternommen, davon loszukommen und war in einer... 3, 4, 5, 6, 7 Kliniken. Ah ja. So, jetzt, wie du es so ein bisschen erzählt hast, hört sich das für mich sehr schlimm an, was du da mitgemacht hast. Ja. Dennoch willst du die Scheidung nicht? Richtig. Warum? Ich liebe diese Frau. Und ich weiß, wenn ich es schaffen könnte, nur ich kann das nicht alleine, sie davon abzubringen. Ja. Das wirst du nicht schaffen. Du hast 10 Jahre hinter dir und hast es wahrscheinlich... Ich habe eine Schwiegermutter, die meine Frau an die Hand nimmt und mit der in den Lebensmittelmarkt geht und Fussel kauft. Mhm. Das ist sehr schlimm. Wieso will deine Frau sich denn von dir trennen? Ich denke mir mal, dass das also auch meine Schwiegermutter in erster Linie ist. Denn sie hat, nachdem sie also den Bericht der Polizei gelesen hatte, wo also meine Frau Hausverbot bekommen hat vom letzten Mal,
mir dann geschrieben, dass ich schon sehen würde, was ich davon hätte. Du hast also eine Frau wegen ihrer Gewalttätigkeiten schon angezeigt? Ich habe sie nicht angezeigt. Die Polizei hat die Anzeige aufgenommen, aber ich habe also im November dann nicht mehr von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Wie hat die Polizei denn überhaupt erfahren, dass deine Frau... Ich hab die Polizei um Hilfe gebeten. Ach so, weil ich du nicht mehr... angerufen, weil meine Frau also überhaupt keine Ruhe gab und ständig auf mich einschlug. Ich versucht hatte, mit meiner Schwiegermutter telefonisch Kontakt aufzunehmen, damit sie mit ihrer Tochter redet und sie Ruhe gab. Mhm. Aber das war nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich habe verstanden. Deine Frau ist alkoholabhängig. Kann es sein, dass du ebenfalls abhängig bist? Nicht vom Alkohol? Nein, lass mich mal ausreden. Deine Frau ist vom Alkohol abhängig. Kann es sein, dass du von deiner Frau abhängig bist? Ja. Das glaube ich auch. Du hast gerade gesagt, dass deine Frau, wenn sie nüchtern ist, dass es eine wunderbare Person ist und man gut mit ihr sprechen kann. Ja. Wie steht sie denn im nüchternen Zustand jetzt zu der Scheidung? Keine Ahnung. Wir können nicht miteinander reden. Wir können nicht mehr miteinander reden? Nee. Aber, Rudi, dann ist das Ganze aber sowas von kaputt und verfahren, dass es eigentlich für dich ein Glück ist, wenn ihr geschieden werdet, morgen, heute. Denn so wie du mir erscheinst, hast du mindestens genauso viele Probleme wie deine Frau. Ja, klar. So, das ist so verzahnt ineinander, dass sie dir nicht helfen kann und du ihr nicht helfen kannst. Und je mehr du es versuchst, desto mehr versinkst du auch in den ganzen Problemen. Also ist eine Trennung wahrscheinlich das allerklügste und beste für euch beide. Für meine Frau ist der Untergang. Jetzt reden wir erstmal über dich. Du wirst deine Frau nicht vom Alkohol wegreißen können nach 10 Jahren. Red mal. 25. Na. So lange kennt ihr euch, oder was? Nee, seit 25 Jahren. Ja, ja, aber du bist seit 10 Jahren verheiratet. Ja. Du kennst die anonymen Alkoholiker, ne? Ja. Die haben ja auch Gruppen für, da treffen sich... Co-Abhängige. So, Angehörige. Mhm. Warst du da mal in so einer Gruppe? Ja, nicht bei den anonymen Alkoholikern. Warum nicht? Nee, bei einer anderen weiß ich nicht. Mhm. Also ich sag mir immer, du musst also einen Therapeuten oder eine Gruppe finden, zu der du vertraust. Also wenn du eine Gruppe hast, wo du Vertrauen zugefunden hast, wo du dich also offenbaren kannst, dann ist das also schon die richtige. Ja. Das war ja auch unser Problem. Ja. Ich habe versucht, mit meiner Schwiegermutter und mit meiner Frau und mit mir zusammen in eine Gesprächsrunde zu gehen, um also zu hinterleuchten. Mhm. So, nach der ersten Sitzung hatten mich beide angefaucht und hatten zu mir gesagt, was ich da erzählt habe, da hat den Therapeuten überhaupt nicht zu interessieren. Ja, aber das zeigt dann auch wieder, dass es einfach nicht geht. Es geht da nicht. Es gibt Konstellationen, die man auch nicht in einer Gruppe therapieren kann. Die sind so zerfahren oder so kaputt, dass die einzige Lösung ist die Trennung. Wie lebst du denn? Du lebst im Moment alleine in einer Wohnung. Richtig, ja. Und deine Frau lebt in eurer alten Wohnung oder wie? Richtig, ja. Ja. Wie lange habt ihr jetzt schon nicht mehr miteinander gesprochen? Letzte Gerichtsverhandlungstermin war im März. Ah ja. Wie geht es dir denn jetzt seit dieser Zeit? Beschissen. Ich lebe von Hartz IV. Mhm. Ich bettel um Arbeit mit 54 kriegst du nix. Du kriegst nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Mhm. Ja. Ich schicke also Bewerbungen an über die Bundesagentur für Arbeit an einen imaginären Arbeitsplatzanbieter, kriegt weder von der Bundesagentur noch von dem Arbeitgeber Bescheid, dass also meine Bewerbung eingegangen ist. Klar, das ist mir klar. Ich verliere also mit jedem Tag mehr mein Gesicht. Mhm. Ja, also ich finde, man verliert nicht sein Gesicht, wenn man keine Arbeit findet. Das passiert zu vielen Menschen und sind nicht die Menschen schuld, sondern die Verhältnisse schuld, dass keine Arbeit da ist. Also in deinem Fall ist es aber viel komplizierter alles.
das kommt noch hinzu, die Arbeitslosigkeit. Aber ich glaube, deine Position und deine innere Haltung zu der ganzen Geschichte ist wichtig. Und die ist noch nicht richtig geklärt, weil du hängst ja immer noch da dran. Letztendlich zappelst du ja und würdest gerne zu ihr zurück wollen. Und das halte ich für falsch. Und da müsste etwas geschehen. Da muss man etwas machen. Solange du mit dir nicht im Klaren und Reinen bist, wirst du auch kein neues Leben anfangen können. Das kannst du mit 54 aber nochmal. Rudi, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Wir rufen, du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, alles Liebe, tschüss. Jo, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema, dieser Gegenstand erregt mich. Ein